Hallo und herzlich willkommen an diesem Mittwoch. Wir spielen heute gegen Chicago, gewinne das Spiel, erziele ein Unterzahltor, mache 7 Checks. Okay, das ist ein interessantes Ding. Spielgewinn, Unterzahltor und 7 Checks. Ja, Unterzahltor machst du eigentlich, musst du eigentlich schauen, dass du dann in Unterzahl gehst, wenn du weißt, dass die anderen einen Feldspieler runternehmen. Das ist der einfachste Weg. Genau, 7 Checks sind jetzt erstmal das Wichtigste. Scheibe geht tief, dann kicken sie auf. Check Nummer 1, Seabrook. Boah, was für ein Tor von Dreisaitl! Was für ein Tor von Dreisaitl und was für ein Auftakt unserer Mannschaft. Keith kriegt den Check, Seabrook kriegt die Scheibe nicht zu Saad. Celani spielt sie raus zu Dreisaitl und jetzt Dreisaitl eigentlich aus dem Nullwinkel. Alter! Alter, was für ein Ding von Dreisaitl! Oh, Junge! Wahnsinnstor von Leon Dreisaitl! Oh, what the heck! Zwei Checks, drei Checks. Crawford geht gerade ein bisschen unter Schuss, unter Beschuss, vor allem jetzt nach dem ersten Tor ist natürlich... Ich bin immer ein bisschen sprachlos, muss ich ehrlich sagen, weil das ist halt wirklich Nullwinkel, wo Dreisaitl den reinzimmert. Erinnert mich an ein Tor aus NHL 18, das war ein Powerplay-Tor von Steven Stamkos damals. Aus dem Nullwinkel an die Maske des Torhüters und ins Tor. Oh, Kane. Kriegt den Check. Nächster Check hinterher. Unsere Jungs machen das gut, kriegen jetzt selber mal einen Check. Crosby. Bleibt an der Scheibe. Crawford hält fest. Nur. Shaw, jawohl. Kubalik wird da weggeschoben. Price. Ich würde sagen, die Scheibe liegt zu Price Füßen. Sagen wir, einer fährt. Ich spiele die Scheibe tief, der andere hinterher. Jawohl, Bokus kriegt den Check. Subban. Balik, oh, Marches Sold. Bokvist,
Okay, wie Dach. Kubalik nochmal. So, wie viele Checks haben wir jetzt schon? 7. Das heißt, wir haben die 7 Checks schon. Wir haben aktuell gewinnt der Spieler. Wir haben noch kein Unterzahltor. Also das Unterzahltor ist ein ganz entscheidender Faktor. Das ist nämlich nicht einfach. Mir wäre es lieber, wenn wir davor noch ein Tor schießen. Brendan Saad. Da seid Salani. Gretzky, oh, Crawford. Drei Seitel macht das zweite. Sehr schön. So, und jetzt müssen wir eben die Zeit runterspielen. Bei wem wir die 2 Minuten ziehen. Das war nicht ungefährlich. Sagen, nichts dumm riskieren oder so. Oh, Corey Crawford. So, und jetzt müssen wir die 2 Minuten ziehen. Und jetzt gehen wir den Schuss rein. Drei Seitel darf die nicht machen, die Strafe. Dem will ich mich dem Hattrick gönnen. Jawohl, Gretzky. Gretzky geht raus und damit haben wir vielleicht die Chance, dass tatsächlich drei Seitel. Nee, Getzlaff, McDavid. Ah, das wird eng, dass wir das, dass wir da drei Seitel aufs Eis kriegen. Wie schön, wenn wir drei Seitel aufs Eis kriegen. Das ist March Assault und Co. Macht der Getzlaff das Tor. So. Ah. Die haben den Tor doch nicht mehr runtergenommen. Dann halt nicht. So. Jetzt müssen sie natürlich in Angriff kommen lassen. Das heißt, Bulli mit Absicht verlieren.
Die werden uns dann gleich einen Torhüter ziehen. Und da haben wir unser Unterzahltor. Und damit ist der Drops gelutscht. Nächste Challenge. Bestanden. Oh! Price. Zwei von Crawford entfernt. Der aber nicht. Marchessault. Ganz frech. Kriegen wir die Scheibe von Kane mehr oder weniger zugespielt. Und Crawford denkt ihn nur so, alt ist es dein Ernst, Patrick. Leg ihm halt gleich bitte auf die Linie. Dass er nur noch reinpauken muss. Hier, Achtung. Ja, das ist. Er verliert die Scheibe davor schon. Und dann hat Marchessault nicht so viele Chancen eigentlich oder Ecken, wo er hinschießen kann. Und entscheidet sich fürs Kurze, ist die richtige Entscheidung 4-0. Passt. 26 Sekunden. Marchessault kommt da vor den Hawks-Spielern an die Scheibe. Ah! Passt. Drei Sterne, sehr schön. Freut mich. Vielen Dank. Ab geht's zu den kleinen Challenges. So. Das ist nächste Folge. Und dann haben wir hier noch zwei Challenges. Gewinne das Spiel, das machen wir morgen, schließe, gewinne zwei Bullies auf All-Star. Alles klar. Die Capitals kommen heute dran. So. Kritik gegen Kuznetsov. Also wie gesagt, zwei Bullies hier zu gewinnen ist nicht so einfach. Oh, das gibt gleich mal Icing. Alles gut, Baldwin. Chill. Chill, du süße Ente. Seitel hatte da fast die Lücke. Pass mal auf, haben wir einen Bulli, haben wir jetzt gewonnen, gell? Jawohl. Das ist auch noch ein zweites. Und ausgerechnet Sidney Crosby, der sonst nicht unser Bulli-Mann ist, gewinnt uns jetzt hier die Bullies und fast noch mit dem Tor, Alter. Zwei Bullies. Haben wir gewonnen und somit ist die Challenge erfüllt. Jetzt müssen wir nur noch das Spiel gewinnen. Oh, Karlsson! Nein! Und 1-0 Capitals! Ah. Da wussten wir leider relativ schnell, was Sache ist. Oh, Perry lässt die Scheibe liegen.
Jensen, Price, Backstrom. 0-1. Gewinne zwei Bullies. Die haben wir schon. Wir wollen mehr. Wir wollen mehr. Carlson Celani mit dem Bulli gewinnen. Oh, in letzter Sekunde kommt Holtby da noch hin. Wahnsinn. Oh, Wilson. Ja. Celani mit Gretzky. Da haben sie keine Chance. 1-1. Stark gemacht. War ganz wichtig, dass da die zwei Checks kamen. Es waren nämlich der Flügelspieler und der Verteidiger. Und alle anderen sind dann, beziehungsweise der zweite Verteidiger ist dann, hat den Flügelspieler gemacht, ist mit aufgerutscht. Und dann haben sie sich den Konter gefangen. 1-1. Oh, ganz wichtig. Pietrangelo! Oh, Pi. Und 2-1, Romagnosi, Holtby rutscht die Scheibe durch. Das ist bitter. Das ist ganz bitter. Querpass Pietrangelo, Josi mit dem Schuss, ja. Das ist ganz bitter. Holtby patzt wieder gegen uns. Und plötzlich ist das Spiel innerhalb von 12 Sekunden gedreht. Oh, Josi, diesmal mit einer guten Parade. Das hätte nämlich schief gehen können. Das hätte nämlich direkt das dritte sein können. Passt doch. Challenge, wir führen. Challenge ist schon geschafft. Challenge. Und. Ja, wir führen 2-1. Nach dem zweiten Drittel. Also Spiel gedreht. Gretzky. Probier jetzt einfach mal den Pass noch irgendwie rüber zu kriegen. Boah! Dylan, das ist ein. Alter! Das ist ein Pass, den darfst du niemals so spielen. Deutet es vom Eis. Nein, ist er nicht. Ist wieder da. Hurra, Celani gegen Wilson. Kuznetsov, 32 Sekunden noch Ovechkin. Ovechkin geht da noch was für die Capitals. Kuznetsov. Ovechkin, Price. Leon Dreisaitl. Oh, der war da schon durch. 16 Sekunden. Carlson, Ovechkin, machen die Capitals noch was? Können sie noch mal was aufziehen? Neun Sekunden. Dreisaitl auf und davon. 3-1 aus, vorbei. Die Capitals gehen in die Knie. Nochmal schön. 3-1, nächste Challenge geschafft. Morgen die letzten 2-3 Challenges. Genau, ich bedanke mich bei euch fürs Zuschauen. Sagt Ciao mit V. Und wir sehen uns morgen wieder gegen New Jersey. Bis dann. Tschüssikowski.